Lesung aus dem Buch der Sprichwörter. So spricht die Weisheit Gottes. Der Herr hat mich geschaffen im Anfang seiner Wege, vor seinen Werken in der Urzeit. In frühester Zeit wurde ich gebildet, am Anfang beim Ursprung der Erde. Als die Urmeere noch nicht waren, wurde ich geboren. Als es die Quellen noch nicht gab, die Wasser reichen. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. Noch hatte er die Erde nicht gemacht und die Fluren und alle Schollen des Festlands. Als er den Himmel baute, war ich dabei. Als er den Erdkreis abmaß über den Wassern, als er droben die Wolken befestigte und Quellen strömen ließ aus dem Urmeer, als er dem Meer seine Satzung gab und die Wasser nicht seinem Befehl übertreten durften, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude, Tag für Tag, und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund, und meine Freude war es, bei den Menschen zu sein. Wir hören hier in dieser Stelle die Weisheit Gottes reden. Und das Erste, was ich mir überlegt habe, was ist überhaupt Weisheit? Und mir fällt da immer ein, dass für mich immer eine Person weise sein kann und dass es eigentlich ungewöhnlich ist, dass hier die Weisheit als eigene Person spricht. Eine weise Person ist jemand, der viel über das Leben weiß, vielleicht daher auch schon viel Erfahrung hat. Und das passt irgendwie auch zu dieser Stelle hier, wo erklärt wird, dass die Weisheit schon immer bei Gott war, also dass sie quasi präexistent ist, also immer schon existiert hat. Und das Zweite, das ist aus dem Buch der Sprichwörter hier, sind mir die Sprichwörter eingefallen. Also wir haben so Redewendungen oder Lebensweisheiten, die man jetzt nicht unbedingt mit einer Person verbindet, aber die auch von Weisheit zeugen. Und diese muss ich mir eben, weil sie nicht mit meiner Person oder nicht von mir selbst formuliert sind, erst zu eigen machen. Und dann habe ich mir überlegt, und was ist jetzt die Weisheit Gottes? Weil es heißt ja, so spricht die Weisheit Gottes. Und da war mein Gedanke, dass die Weisheit Gottes eben immer schon bei ihm ist, schon untrennbar zu Gott dazugehört. Und es heißt dann am Ende, meine Freude war es, bei den Menschen zu sein. Also Gottes Weisheit besucht uns auch hier auf der Erde. Ja, heute ist auch der Dreifaltigkeitssonntag und das hat für mich sehr gut dazu gepasst, weil von der Dreifaltigkeit wir ja auch sagen, dass sie präexistent ist, dass sie immer schon existiert hat und dass Gott auch immer schon in sich Beziehung ist. Und das ist das, was mich so daran fasziniert, dass er in sich immer schon Liebe und Beziehung ist und uns sich in dieser Liebe auch schenkt und daher wir Menschen auch Beziehungen brauchen und eben als Abbild Gottes auch in Beziehung leben müssen, dass es uns gut geht. Ohne Beziehungen würden wir wahrscheinlich nicht überleben und unsere Eltern würden wir auch nicht überleben. Und da ist es für mich auch schön zu wissen, dass die Weisheit eben auch immer schon bei Gott war und sie uns eben auch hier auf der Erde besucht und ja, bei uns ist.